Hi, hier ist wieder eure Faszientherapeutin Nasrin. Ich mache jetzt seit 5 Jahren Faszientherapie, Faszientraining. Ja, die Faszien begeistert mich einfach. Hat mich von Anfang an, als ich selbst behandelt wurde, mit meiner Hüfte, mit meinem Bein fasziniert. Und da musste ich sagen, als Physiotherapeutin, mein Schwerpunkt lege ich auf Faszien. Warum? Weil die Behandlung euch so viel weiterbringt. Also es ist einfach eine effektive Methode, die myofasziale Behandlung setzt an der Ursache an und kann ganz, ganz viel bewirken. Also es ist eine tolle Behandlung. Daher mache ich auch Faszientraining. Kommt in meine Stunden. Ich bin immer abends, Dienstag und Donnerstag hier zum Faszientraining. Und da könnt ihr echt was lernen. Und das ist für mich auch so das Wichtigste, dass ihr versteht, wieso jetzt ein Becken zum Beispiel nach vorne zieht und wie können wir das Becken wieder nach hinten kriegen, wie kriegen wir wieder lange, geschmeidige Muskeln, dass der Druck aus dem Rücken rausgeht. Genau. Also freue ich mich, wenn ihr zu meinen Kursen kommt oder einfach, ja, wenn ihr die Videos anguckt und da auch schon total viel Mehrwert dadurch bekommt, bin ich auch froh, weil ja, mein Ziel ist es eben, so viele Menschen wie möglich wieder beweglich zu machen, weil mein Motto ist eben, beweglich heißt auch, dass wir schmerzfrei sind. Also sind wir beweglich, sind wir auch schmerzfrei. Daher probier mal deine Muster zu durchbrechen. Und jetzt sehen wir mal einfach einen Live-Talk mit meiner Klientin Luisa. Genau, ich erkläre euch ein bisschen was über die Faszien, aber eben auch die nächsten Übungen, die Luisa jetzt helfen. Also der nächste Schritt, der sie voranbringen wird. Hallo Luisa. Hallo Nasrin. Wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Ich bin gespannt, was wir heute so herausfinden. Ja, es ist nämlich total spannend. Luisa ist eine super sportliche Person. Du machst 5-mal die Woche Crossfit. Ja, also Laufen, Crossfit, Boxen ab und zu. Ich habe da noch nicht so eine richtige Routine, sondern mache so, worauf ich Lust habe. Ja, schön. Und trotzdem hast du ja das Gefühl, dass du nicht so richtig, also nach dem Sport hast du erzählt, zwickt es irgendwie oder hast du da Beschwerden in der Hüfte? Genau, also ich mache halt sehr viel und gerne Sport und nutze das so als Ventil. Aber merke, so die ruhige Komponente, das Stretching, Faszientraining fehlt mir, muss ich häufiger machen, weil ich jetzt auch langsam merke, so ab und zu zwickt es im Knie, in der Hüfte. So, ob es noch normaler Muskelkater in den Schultern ist, weiß ich nicht, sondern irgendwie, da muss ich was tun. Super. Und da bist du bei mir richtig. Ich mache, wie gesagt, seit 5 Jahren jetzt schon die Faszientherapie, Faszientraining auch. Die Kombination ist auch super wichtig, weil ich kann dich myofaszial ganz oft behandeln und fühlt sich immer super. Aber es ist wichtig, dass man halt selber für sich die Regie übernimmt und wie du auch, du hast ja richtig Lust drauf, ne? Du willst erfahren, wie du es im Alltag irgendwie integrieren kannst, was du für Übungen machen musst, dass es besser wird. Genau, die Faszien, was die sind, hast du ein Bild darüber? Ich weiß nur, dass sie meine Muskeln umhüllen und man ja von verklebten Faszien spricht. Was das genau ist, weiß ich nicht. Nur, dass ich das zum Beispiel in der Wade manchmal knubbelartig erspüren kann, wenn ich verklebte Faszien habe. Ja, genau. Und das ist auch super Zusammenhang, Beine, verklebte Faszien und Rückenschmerzen. Da gab es gerade einen Artikel im Fokus, den kann ich echt empfehlen. Also Faszien werden immer mehr erforscht, Gott sei Dank. Die Faszien sind unser größtes Bindegewebe. Sie umhüllen eben jede einzelne Muskelfaser, jeden einzelnen Nerv. Und wenn du jetzt eine Verklebung hast, die macht sich über die ganze fasziale hintere Kette breit. Also da habe ich auch nochmal eine andere Tafel, die ich dir zeigen kann. Schau mal. Also wenn wir jetzt in der Wade eine Verklebung haben, dann geht es halt über die hintere fasziale Kette bis nach oben zum Hinterhaupt und kann sich auswirken auf deinen Rücken. Das heißt unbedingt, da müssen wir den Tonus senken, also die Spannung rausbringen. Und wenn du nach dem Sport ein dauerhaftes Zwicken in der Hüfte hast, dann müssen wir das eben probieren zu lösen und gucken, woher es kommt. Okay.
Ganz häufig kommt das eben von unserem Sitzmuskel, der Hüftbeugemuskel. Vom vielen Sitzen, jetzt, ne? Genau, verkürzt er. Ich stelle auf jeden Fall die Bilder auch nochmal für alle Interessierte nochmal zum Download bereit, damit ihr genau wisst, was wir da eben. Und auch von den Kniebeugen und sowas, ne? Was ich viel mache, das ist ja auch diese Bewegung, ne? Dass du immer. Genau, also bei ja, genau, also bei Squats machst du viele. Ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem hast du ja auch einen Beruf und dadurch hat man eben die dominierenden Muskeln immer im Vordergrund. Ich weiß nicht, beruflich bist du? Ich habe jetzt gerade meinen Vorbereitungsdienst angefangen. Ja, bist du viel im Sitzen? Teils, teils. In der Vorbereitung schon, viel am Computer, so, da merke ich es halt auch schon den Nacken und so. Ja. Aber sonst im Alltag viel in Bewegung und am Stehen. Genau, aber. Ja, genau. Also man kann da an dem Hüftbeugemuskel immer arbeiten und da zeige ich dir auch Übungen. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie dein Stand ist, wie beweglich du bist und machen wir dann gleich hier einfach mal noch mal ein paar, ja, zeigen wir den Zuschauern, wie das, diese ganzen Zusammenhänge dann auch in der Praxis aussehen, weil das ist ja alles nur Theorie. Genau. Sehr gut. Gut. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Oder meine vielen Videos, die ich jetzt für euch aufnehmen werde. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir eure Fragen. Ich antworte auf jede Frage. Abonniert meinen Kanal. Und neuerdings habe ich auch einen Podcast, Holistic Podcast, Faszientherapeutin Nasrin. Ich werde da auch ganz spannende Dinge euch bereitstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eure Nasrin.